Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Spieleinteressierte, herzlich willkommen hier bei Nickfrei Zockt und ein paar News zu unseren Lieblingsspielen. Heute kam eine neue News raus von Hofgaard Games, den Entwicklern hinter Big Ambitions, und sie haben was zu Big Ambitions mitgeteilt. Und deshalb habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe die letzten vier Edits rausgezogen aus ihrem Discord von den Neuerungen, die kommen sollen zu Big Ambitions in der Beta 0.4 oder Early Access 0.4, ich weiß gar nicht, wie sie genau nennen. Ja, ich zeige es euch einfach mal. Ich habe sie zusammengecuttet, die letzten vier Edits. Damit ging es los, dauert eine Minute, geht ganz schnell. Optimization, es braucht weniger RAM, es braucht weniger Memory, die Ladezeiten sind schneller, es lädt schneller. Wir haben Safe Games, die nicht mehr crashen und so weiter. Ja, kommt am 13. Dezember. Außerdem haben sie die Bugs reduziert, haben so Sachen hier reingebracht, die kein Mensch braucht. Ja. Vehicle Fixes haben sie gezeigt. Das Fahrzeug hält jetzt die Spur. Wenn du auf der Spur bist, rastet es dort ein. Alles so Dinge, wo ich sage, naja, das kann man mal alles mitmachen, aber wo verdammt nochmal sind die Feature? Und ja, was soll ich sagen? Jetzt haben sie das gefixt, dass die Leute im Laden dann nicht mehr weg sind, wenn man reinkommt. Dass man praktisch immer einen vollen Laden hat. Dafür gibt es aber von Hofgaard Games auf der Roadmap jetzt die 404 Not Found. Und wir haben einen neuen Tab, der heißt Publishing. Denn die Firma Hofgaard Games fühlt sich jetzt auch berufen, als Publisher für Wirtschaftssimulation und so weiter zu dienen. Das heißt, mit anderen Worten, man möchte sie finanziell unterstützen, im Full-Skill-Marketing unterstützen, Expert-Guidance geben mit ihrem Skilled-Team und Access zu einer Large-Player-Base liefern. Wie wäre es, wenn man dieses Spiel hier mal zu dem macht, was man versprochen hat? Einem Business Sandbox. Und mit Business Sandbox meine ich nicht Store Sandbox, sondern Business Sandbox. Lasst uns doch endlich mal dran teilhaben, was ihr unter Franchise versteht, was ihr unter Konkurrenz von KI versteht. Kriegt ihr das nicht hin oder warum kommt das nie? Ich meine, was soll denn das für ein Ding sein? Ich warte 3 Monate drauf, dass mein Auto die Spur hält. Und dass ich Kürbisse habe. Und was war das andere, was sie noch hatten? Ach ja, dass es schneller lädt. Und dass die Leute, die, wenn ich einen Laden betrete, dass Leute da sind. 3 Monate. Early Access 4.0. Und das ist, was kommt. Aber nebenbei ankündigen, wir machen Publishing. Macht doch erstmal euer Spiel fertig. Was ist los auf dieser Welt? Haben die Leute alle vom falschen Baum geraucht oder was? Also ich kann es langsam nicht mehr nachvollziehen. Diese Features, die sie ankündigen für die Beta oder Early Access 0.4, die am 13. Dezember rauskommen. Sie haben noch 4 Wochen Zeit. Es kann noch 4 Videos geben. Ich hoffe, dass was Sinnvolleres reinkommt wie Bugfixing oder Optimization. Entschuldigung. Weil, wenn sich da nichts anderes drin befindet, wie nur diese 2 Dinge, Bugfixing und Optimization, da muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich mein Review abändern. Dann enttäuscht mich dieses Spiel immer und immer mehr. Ich brauche keine Kürbisse, ich brauche keine Weihnachtsbäume, ich brauche endlich mal Konkurrenz. Es kann doch nicht sein, dass ich heute einen Laden aufmache. Selbst mit dem prozentualen Diebstahl, kann es einfach laufen lassen. Ich verdiene mein Geld, ich brauche mich um nichts mehr kümmern. Das ist doch keine Wirtschaftssimulation, das ist ein scheiß Witz. Dieses Spiel ist genauso eine Wirtschaftssimulation wie die Sims.
wo ich ein Haus baue und einrichte und meinen Sim zum Arbeiten schicke. Da ist Geld drin, das ist eine Wirtschaftssimulation, eindeutig. Früher hieß das, glaube ich, Life Simulation. Ich muss mich wieder beruhigen. Was machen die nur mit dem Spiel? Von dem sie selber sagen, es soll eine huge Business Sandbox geben. Und ich habe ständig neue Läden und neue Produkte und neuen anderen Scheiß. Aber keine Konkurrenz, die mir mal irgendwie ein bisschen Druck macht, dass ich mich mal anstrengen muss, dass mein Laden am Schluss nicht pleite geht, weil ich mal eine Stunde AFK habe laufen lassen. Das ist keine Wirtschaftssimulation. In der Wirtschaftssimulation bist du nach einer halben Stunde einfach laufen lassen pleite. Hier nicht. Für mich eine der besten News dieses Tages. Kansas Release Date is revealed. Kommt am 30. November 2023. Dann kriegen wir den schönen Start Kansas in den ATS mit dazu. Man kann ihn gerade übrigens kaufen, den American Truck Simulator. Stimmt der Preis? 9,99 €, 75% down, schon wieder. Die waren doch gerade aus dem Angebot. Ja, wunderschöne Bilder sehen wir hier. Ich freue mich drauf, da durchfahren zu können mit euch gemeinsam. Ab 30. November werde ich dann den ATS streamen und da eine Karriere anfangen. Und dann werden wir uns mal kräftig Kansas angucken. Für ein paar Tage, bevor es dann losgeht und das Ganze in einem gewissen Cycle bei mir durchgestreamt wird. ATS, ETS, Landwirtschaftssimulator und so weiter. Also, Kansas Release Date is revealed am 30. November 2023. Kommt das Ganze, also in 15 Tagen, 14 Tagen, 2 Wochen. 2 Wochen müssen wir noch warten. Dann fahren wir American Truck Simulator in Kansas. Ich weiß nicht, ob ich es die Tage schon mal gesagt habe, dass Delivery Inc. den Large Cargo DLC bekommt. Dazu machen die Entwickler wohl auch demnächst einen Livestream. Ich habe es gar nicht so wirklich kapiert, wo sie den machen. Hört sich ganz interessant an, ist halt ein einfaches Spielchen wie diese 112 oder 911 Simulator, nur eben, dass man hier Paketboten von A nach B schickt und nicht Polizei und Feuerwehr. Wer Interesse hat, kann ja mal auf die Wunschliste setzen. Muss ich noch machen. Habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Mache ich gleich mal. Für mich ist es kein Spiel mehr. Aber ich weiß, der eine oder andere von euch interessiert sich dafür, hat es vielleicht noch nicht gekauft, will es mal ausprobieren. Zwischen dem 16. und 20. November könnt ihr EA F1 23 kostenlos spielen und es gibt einen Discount von 60%, wenn ihr das Spiel dann kaufen wollt. Ich werde es nicht mal ausprobieren, ich bin durch mit dem Blödsinn, aber es kann ja sein, dass unter euch jemand ist, der sagt, oh, hätte ich das gewusst, hätte ich es mal getestet. Bitteschön, zum Las Vegas GP. Spiele morgen gratis. Fahre dieses Wochenende. Play free vom 16. bis 20. November. So, den Rest, den ich hatte, den zeige ich euch nicht mehr, weil es keine wirklichen News sind, sondern nur bla bla Blödsinn. Ja, was soll ich sagen? Das waren die News. Schnell, kurz, knackig am heutigen Tag. Das waren die News von 15.11.2023. Heute Abend 20 Uhr geht's weiter mit Landwirtschaftssimulator. Wir haben viel zu tun auf unserer kleinen Farm und ich werde es wieder fleißig streamen drüben auf Twitch. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Falls euch die News gefallen haben, lasst doch mal ein Like da oder ein Abo. Und falls ihr noch kein Abo habt, natürlich. Wenn ihr ein Abo habt, drückt nicht auf den Knopf, sonst seid ihr weg. Ja, was soll ich sagen? Danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.